Okay. Oh, eine grüne Katze. Wie wär's denn mit einem Katzenexperten? Knitted Expert. Nein. Okay, okay. Enamel? Nein. Ich will einen Tierexperten. Was auch immer. Hm. Du bist ein Experte, Mann. Tu wa. Ach, get off, man. Du bist nutzlos. Okay. Wer ist denn mit einem. Ich schreibe schon wieder in Ende meinem. Wer ist denn mit einem Tierarzt? Das wird schwer. Wie nennt man einen Tierarzt? Wisst ihr was? Ich nehme einfach Doktor. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass die Typen sich auch um Katzen kümmern können. Aber gut, dass sie das können. Denn sonst wäre das kleine Kätzchen verstorben. Ein Gebiss. Der Typ hat Zahnschmerzen. Wie wär's mit Zahnpasta? Komm schon. Mann, hättest du von Anfang an deine scheiß Zähne geputzt, weißt du? Mann. Zahnbürste. Hier. Komm schon. Ah, Maxwell, tu's. Nein, nein. Du musst das Ding putzen. Genau. Ah, okay. Alles klar. Dann hat das ja anscheinend geholfen. Oh mein Gott, ein Roboter. Ein rostiger Roboter. Ein Rostentferner. Okay, anscheinend ist der Rost nicht das einzige Problem, was das Ding hat. Wie wär's denn mit einem Robotist? Roboticist wird das geschrieben, okay. Hallo, Mr. Nerd. Hast du das Ding gefixt? Ja, hast du. Ich bin ja froh, dass ich das nicht machen muss. Okay, was ist das denn bitte? Ein zerstörtes Buch. Wie wär's denn mit einem Autor? Wie wär's denn mit, Moment. Wie hieß denn mal die Tussi, die 50 Shades of Grey geschrieben? Egal, wie wär's denn mit Author? Ich will das jetzt nicht so schwer machen. Hier. Sieht nicht wirklich aus wie ein Autor, aber naja, gut. Die haben ja immer verschiedene Sachen an. Jetzt die letzte. Ein altes Auto. Warum auch immer Autos hier ins Krankenhaus gebracht werden. Unter meiner Haube ist irgendwas kaputt. Okay. Carist. Nein, das funktioniert wahrscheinlich nicht. Achtung, pass mal. Ein weiblicher heißer Mechaniker. Oh, die ist nicht wirklich. Naja. Geschmack. Es liegt am Geschmack, also. Andere hätten die bestimmt heiß gefunden. Ein Styrite. Styrite. Du gehörst uns. Yeah! Also ich weiß nicht, ob ihr. Also, bis zu dem Moment hier, werdet ihr wahrscheinlich eure Meinung schon gebildet haben, beziehungsweise schon am ersten Video. Aber auf jeden Fall, wenn ihr bis jetzt noch zuschaut, dann lohnt es sich, zu sagen, ja, komm, spiel weiter. Also ich werde es nicht aufhören, ich werde es noch ein bisschen weiterspielen. Aber dieses Game ist einfach so geil. Einfach wegen dieser Kreativität, die man dann besitzen muss. Hilfenhöhen, okay. Und ich finde das einfach geil, wie man das verschieden lösen kann und vor allem, was man alles benutzen kann und wie interaktiv das Game ist. Und dass es, dass ich es gerade spielen kann. Und schon wieder dieser Da-Da-Da-Brack. Na gut. Böse, böse Oma. Die Vögel befreunden, okay. Besser mit Vogelfutter. Nein, ich will kein. Ah. Okay. Brot. Dö. Okay, wer hat dann nächste Hilfe? Das kleine schwarze Mädchen hier.
willst du uns den Ball zurückholen? Der liegt auf, im Garten des alten Menschen. Okay. Wow. Okay, anscheinend. Ich habe eine gute Idee, Achtung. Ich bin ganz sneaky. Unsichtbar. Ich fliege auch noch und bin unsichtbar. Oh mein Gott, er sieht mich trotzdem. Oh. Ah, okay. Alles klar. Hier hast du deinen Ball. Oh mein Gott, nicht gerade gegen... Oh. Das hat funktioniert. Okay. Jetzt entferne ich mal noch ganz kurz meine Adjektive, denn ich will nicht die ganze Zeit unsichtbar sein. Jo. Okay, da ist die Quest. Das Haus. Das Gras ist übergewachsen. Wie wär's denn mit einem Gras... Glascutter? Nein, ich will keinen Glasschneider. Ich will... Wie wär's denn mit Scheren? Ah, ich muss wahrscheinlich... Das sind keine automatischen Scheren, von daher muss ich das selber machen. Miau. Yeah. Ich spiele mit Dungeons and Dragons. Oh, mein Attacke hat sich auf 2 geskillt. Jetzt kann ich meine Magie benutzen. Bam. Scheren-Skill auf 2 geskillt. Level up. Charisma gestiegen. Ich glaube, das hat alles gar nichts mit Dungeon Defenders zu tun, aber ich bin banause, ich darf sowas. Bang, bang. Und ich glaube, ich füge mir wieder, oh, ich habe noch eine bessere Idee. Oh, das ist die geilste Idee aller Zeiten hier. Warte, na, auf, warte. Jetpack. Ups. Jetpack. Oh mein Gott, das ist so geil. Miau. Helf mir, ein besserer Basketballspieler zu werden. Schwarz. Das war eigentlich nicht das Schwarz, was ich gedacht habe, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Wie wäre es denn einfach mit einem Basketball, damit du üben kannst, hä? Übung. Übung ist der erste Schritt, du volle Sau. Aha. Danke. Danke. Ja, ich weiß, ich bin ein guter Trainer. Ein guter Trainer. Und Schere. Du kommst weg. Okay, wer braucht denn noch Hilfe? 10 Star Rides, okay, das sind. Ah, der hat ein Bildschirm hier und hat 3D-Gläser und jetzt will er was sehen. Okay, wie wär's denn mit George Clooney? Ah. Oh. Wie wär's denn mit einem. Ah, mit einer Explosion. Das wäre doch geil, so eine richtig große Explosion. Was ist denn mit der Explosive D? Oh mein Gott. Okay, ich will das Ding erst gar nicht explodieren lassen. Wie wär's denn mit einem. Wie wär's denn mit Kunst? Das wäre doch cool. Dumm. Okay. Person. Yeah. 3D-Person. Wer ist das denn? Ich wünsche mir, würde jemand was Romantisches geben, wie zum Beispiel in den Filmen. Okay. Rosen. Hier, meine Frau. Guck mich an. Ich hab dir was geschenkt. Blas. Okay. Du Hexe. Probier einen meiner Gerichte. Okay. Banane. Nope. Du bist, was du isst. Okay. Ich bin ein Burger. Fürchte mich. Okay, kann ich rauszoomen oder so? Ja, ich kann sogar rauszoomen. Dann mach ich mal Starlight Vision an und guck mal, wer hier alles Hilfe braucht. Oh, hier unten sind ja ganz viele, die noch Hilfe brauchen. Nein, erstmal ranzoomen, bitte. Genau. Ah, er will zur Schule, aber ein Bösewicht, der offensichtlich kleiner ist, steht ihm im Weg. Wie wär's denn mit, selbstsicher? Wie wär's denn mit Self-Honored? Hm. Selbstehrend. Wow. Ist einfach nur vorbeigelaufen. Yeah. Ich hab immer noch unseren Burgeranzug an. Diese Pizza wird kalt sein, wenn ich sie ausliefere. Okay. Kann ich die Pizza verzaubern? Anna? Steal? Remove? Nein. Na. Ich will diese Pizza
verzaubern. Ah, gib mir diese Pizza, Mann. Okay. Okay. Teleporter. Wo auch immer du hin willst, Mann, du kannst wohin du willst. Benutze ihn. Yeah. Geil. Warum ist hier ein X drauf? Hab ich gerade gesehen. Egal. Wer braucht denn hier noch Hilfe? Noch einen einzigen braucht eine Hilfe. Ich kann fliegen, ne? Ja, genau. Hier, du. Du, Mädchen. Ich muss diesem Hund einen Trick beibringen. Wie wär's dann mit dem... nicht Doc. Ich glaube, das war, falsch. Dresser. Okay. Ich werde einfach nur mal mit Dresser versuchen. Nein, das ist nicht ganz das, was ich gesucht habe. I need to teach this dog a trick. Wie wär's denn mit Futter? Mit dem kann man das locken und so, oder nicht? Yeah, es funktioniert sogar. Nur das Futter hat's gemacht, nicht die Frau selber. Quest. Ein von zwei Quests. Da unten ist doch schon eine. Oh, der will ein Date haben. Er hat ein Date und wir sollen ihm dabei helfen. Wir, der Burgermann, schaffen das schon. Oh. Ach, wir sind Amor. Oh, wie süß. Dieser Typ geht anscheinend auf ein spezielles Date mit seiner Freundin. Und er will, dass das alles sauber verläuft. Deswegen soll ich was machen? Gut aussehen lassen. Hm? Wie wär's mit einem Anzug? Suit up. Ding, ding. Warum auch einmal... ich hab dir einen Anzug gegeben, Mann. Warum siehst du aus... Warum siehst du aus wie Bill Kaulitz? Das war ein Scherz. Er sieht nicht wirklich aus wie Bill Kaulitz, sondern eher wie der Typ aus Scott Pilgrim. Der Skateboard-Typ. Ein Auto braucht er. Wie wär's denn mit einem geilen Auto? Sieht nicht wirklich aus wie ein geiles Auto, aber naja, gut. Okay, ein Geschenk, das er benutzen kann, um es der Frau zu geben. Okay, was denn mit Süßigkeiten? Das mag doch jede Frau, oder? Aha. Yeah, ein Bonbon. Hier, guck mal, Schätzchen, hast du ein Bonbon? Schläfst du jetzt mit mir? Fährt ihr alleine mit dem weg? Okay. Etwas, das das Dinner immer noch romantischer macht. Romantische Musik. Okay, warum auch immer die Boombox rumhüpft. Hier. Mann, das ist romantische Musik. Okay. Jazz. Jazz macht alles romantisch. Komm schon. Jazz macht alles romantisch. Ihr Banausen. Puh. Ah, okay. Wie wär's mit der Kerze? Mann. Meine Fresse, ihr seid so kacke. Ja, eine Oper wollt ihr, aber keine Jazzmusik. Banausen. Ach ja, Filme, genau. Oh, wie romantisch. Ah. Haben die gerade beim ersten Date geheiratet? Was sie zu ihrer Heirat brauchen? Verstand. wie ist damit? Einem Herz. Ah, das war zu kitschig, glaube ich. Ein Altar. Oh mein Gott. Na komm, komm schon. Das sieht nicht wirklich romantisch aus, oder? Kann das sein? Oh Gott. Ich glaube, ich hab's nicht so mit romantischen Sachen, oder? Jazzy Mew. Okay, das war ein Scherz. Okay, wie wär's denn mit einem Kuchen? Ha? Hier habt ihr einen Kuchen. Boah, nein, du sollst... Lass den los, Mann.
Ah. Oh. Okay, ihr wollt so riesiges, pinkes Hochzeitskuchen-Ding. Ups, ich hab Kuchen geschrieben. Oh yeah! Gib mir das Ding. Hier hinstellen, bitte. Komm schon. Oh mein... Oh, ich bin auch ein Idiot, oder? Kann das sein, dass ich ihnen den Ring geben muss? Okay. Hab ich den... Ich hab Supermodel gekillt. Warte mal. We need someone to marry us. Oh, die braunen Priester. Ach so, sagt das doch gleich. Ich habe schon gedacht hier gerade. Ich meine, die haben noch altmodische Art geheiratet. Heutzutage macht man das einfach nur im Standesamt und dann hat sich die Sache auch gegessen. Aber eigentlich müsste ich als Armor einen besseren Job tun. Ja, ja, super.